In die Jahre der Weltwirtschaftskrise, die Massenarbeitslosigkeit, Not und Elend mit sich brachte, fällt das hauptsächliche politische Liedschaffen Hanns Eislers. Seine zündenden Massenlieder, Sololieder und Balladen trugen auf ihre Weise dazu bei, die Massen der Arbeiter wachzurütteln und sie zu gemeinsamem Handeln zu mobilisieren. Auch für die Arbeiterchöre schrieb Hanns Eisler revolutionäre Chorkompositionen, die von den fortschrittlichen Arbeitersängern gern gesungen wurden. Zu den wirkungsvollsten gehört der gemischte Chor Auf den Straßen zu singen. Und Blut und Tränen für alle.